Ich teste heute für euch das Nintendo 64-Spiel 1080 Grad. Wir werden heute die PAL-Version anschauen, das ist die europäische Version, sollte auch auf Deutsch spielbar sein. Wir werden das Ganze ein bisschen heute in einer Art von Let's Show angucken, das heißt, ein bisschen angucken, was kann man so ein bisschen so machen. Es gibt sogar auch die Möglichkeit zu zweit spielen und das Ganze ist auf der Nintendo Switch am 8.12.2023 erschienen. Das richtige Erscheinungsjahr ist 1998 gewesen. Hat das jemand von euch eigentlich auch gespielt oder ist das brandneu für euch? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Ich habe das meines Wissens früher mal kurz gespielt, aber ich kann mich nicht mehr so daran erinnern. Ich weiß nur, dass es wirklich, es geht hier eigentlich mehr um Rennen. Man fährt hier so ein bisschen so ziemlich auch den Hügel hinunter, also so Schneehügel, und macht da ein paar Stunts. Und ich weiß nicht, ob es eine Zeitvorgabe gibt oder so, aber das werden wir heute in dieser Folge sicherlich auch noch ein bisschen herausfinden. Press Start. Da haben wir die Sprachauswahl Deutsch. Da haben wir Rennen, Zeitfahren, Tricks, Wettbewerb, Versus-Modus, Training und Optionen. Und in den Optionen haben wir da Rekorde, Replay haben wir sogar. Okay, cool. Und ich denke übrigens, die amerikanische Version könnte noch um einiges besser laufen als die europäische Version. Einfach so als Info nebenbei noch. Also Rennen haben wir hier, Wettbewerb. Ich glaube, ich gehe mal zuerst mal ins Training, damit ich mich damit der Steuerung vertraut mache. Snowboard wählen. Snowboarder wählen. Nicht Snowboard, Snowboarder hier. Ja. Oben hat es noch eine Frau, glaube ich, oder? Es ist nur das Aussehen hier. Komm, nehmen wir einfach den ersten Mal. Ah, hier, jetzt sehen wir mehr. Also zuerst mal anklicken. Also der hat gute Geschwindigkeit und Technik auf Maximum. Balance eher weniger. Und die Ausdauer, ja, Balance, Sprungkraft. Also ich finde eigentlich, die Balance könnte vielleicht auch nicht schlecht sein. Der ist vielleicht nicht schlecht, finde ich jetzt mal. Rob Haywood. Da oben ist sie. Sie hat eine gute Balance, Geschwindigkeit, so lala, Ausdauer. Sie könnte aber auch nicht schlecht sein. Okay, der ist ziemlich ausgeglichen. Gut, Balance ein bisschen weniger. Ja, also ich glaube, ich nehme mal den hier. Also ich hoffe, das ist keine schlechte Wahl. So. Also, wobei sie würde mir da sicherlich auch noch gefallen, also so von den Stats her. Da haben wir auch noch das Board. Oh, die sind auch alle anders, oder wie? Ich glaube schon, oder? Ja, seht ihr den Kantenschärfe oben? Die geht nach oben und da ist das Handling auch zu sehen. Okay, nehmen wir das. Das ist gut ausgeglichen, finde ich. Normal. Goofy. Ah, das ist die Seite, wo man steht. Ich glaube, ich finde Goofy noch cool zu stehen. Also wenn ich auf das Board stehen würde, würde ich, glaube ich, auch rechts stehen. Oder würdet ihr eher normal so stehen? Ich nehme jetzt mal so Goofy, wie als würde ich auf das Board stehen. Ich weiß nicht, jemand von euch auch mal, also fährt jemand von euch auch Snowboard? Da haben wir Halfpipe links und rechts haben wir Free. Also gehen wir mal hier Free. Das soll jetzt das Training sein, werde ich da auch instruiert. Trickliste nach rechts. Ah, da gibt es Tricks, die man ausführen kann anscheinend. Ja gut, ich möchte jetzt ja keine Tricks hier machen. Wie komme ich da wieder zurück? Ah, da. Also A steht da oben links was. Was das mal sagen? Also da wird mir jetzt. Ah, B ist das nicht A. Also passieren tut hier gerade nichts. Irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch für ein Training. Ja, oder soll ich direkt mal aufs Rennen gehen? Anscheinend werde ich da nicht gerade irgendwie instruiert. Ich gehe mal, glaube ich, direkt auf die Rennpiste. Schauen wir uns mal zuerst das Rennen da oben an. Vielleicht ist das ja irgendwie hilfreich. Vier Pisten, normal schwer. Okay, also das heißt, man beginnt zuerst mit normal und dann fährt man auf vier Pisten. Versucht es abzuschließen. Also nehmen wir hier nochmal den gleichen. Das Ganze hier nochmal, was ich da genommen habe. Hier das Board. Ja. Und probieren das Ganze mal aus. Oder irgendwie ein Training oder so.
Wird ja nicht so schwierig sein vielleicht, oder? Okay, also ich fahre eins gegen den anderen hier. Okay. Cooler Sound läuft noch im Hintergrund, Mist. Ja, also springen kann ich mit... Ah, wenn ich auf A gedrückt halte, dann geht das so ein bisschen so in die Hocke. Vielleicht muss ich ja auch da ein bisschen in der Hocke sein. Ich kann auch nach vorne drücken, um ein bisschen zu... das Gewicht zu verlagern. Ja. Der hat aber jetzt einen ziemlichen Vorsprung, glaube ich schon. Kann ich auch was mit Y? Ah, mit X kann ich die, kann ich nach hinten gucken. Und mit R... Mit R passiert gerade nichts. L... auch nichts, okay. Der andere ist schon richtig weit. Kann man da irgendwie abkürzen über die Häuser da hinten? Ja, so natürlich nicht. Ja, oh mein Gott. Ich komme da nicht mehr so richtig raus. Der andere hat schon einen ziemlichen Vorsprung. Das ist eben ein bisschen ähnlich. Erinnert es mich auch an Mario Kart, wisst ihr, mit dieser, ich weiß nicht, wie sie heißt, glaube ich, Waluigi oder so, dieses... diese eine Schneestrecke, wo man so ein bisschen so nach unten fährt. Aber wieso, dass der andere so ein Vorsprung... Ah, da kann ich die Kamera ändern, das ist ja geil. Mit C nach oben, also dem rechten Stick nach oben. Wow, Ego-Perspektive. Das ist ja krass. Ja, das ist so krass. Also so ist es normal und so ist es noch ein bisschen weiter. Ich glaube, so ist gar nicht mal so schlecht, oder? So sieht man ein bisschen mehr. So, gehen wir mal in die Hocke. Was kann man noch mit den C-Knöpfen machen? Kann man hier noch was Wichtiges machen? Links, rechts, nach unten? Nein, das ist ja... nach unten ist die Rück... nach hinten, okay. Also irgendwie habe ich mich da nicht so gut geschlagen. Vielleicht bräuchte ich da ein bisschen mehr Speed oder so. Verloren. Okay. Also mein erster Eindruck ist ein bisschen so lala, aber vielleicht kommt das ja noch mit der Zeit. Es sind ja drei Rennen, die gefahren werden. Nein, es kommt nochmal dasselbe, oder was? Oder geht's erst weiter, wenn ich ihn besiege? Zeig jetzt nochmal. Also ich gehe in die Hocke. Muss ich nicht überhaupt in die Hocke oder einfach nichts drücken? Das müsste man hier noch ein bisschen herausfinden. Weil er ist da vorne. Also eigentlich könnte ich ihn aufholen, aber ich darf einfach kein... Oh, ich darf keinen Fehler oder so machen. Wenn ich mich da ein bisschen so ducke. Ich weiß nicht, ob ich schneller werde. Ich sehe oben die Geschwindigkeit. Die geht jetzt schon nach oben. Ja, wenn ich keinen Fehler mache, seht ihr. Da ist dieses Tal, weil vorher habe ich halt ein paar kleine Fehler gemacht. Jetzt habe ich wieder einen Fehler, also hat es mich erwischt. Aber der Zip ist ja mega gut. Dass er so schnell ist. Oder konnte man irgendwo noch den Schwierigkeitsgrad einstellen? Ich weiß es nicht. Ja, hier versuche ich ein bisschen was. Außer der Charakter ist gerade nicht so das Wahre. Und wenn ich jetzt da gedrückt halte, ich glaube, ich werde da schon ein bisschen schneller mit der Zeit. Wow, ist aber schwierig. Ich glaube, ich gehe mal da noch weiter. Also ich nehme jetzt einfach mal da Wettbewerb. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal so standardmäßig den ersten. Einfach mal gucken. Weil der hat mehr Geschwindigkeit als der andere, den ich da hatte. Seht ihr, der, wo ich da hatte. Ah nein, der hat ja mehr Geschwindigkeit gehabt. Lol. Okay, gut, dann nehme ich den ersten hier. Einfach mal so standardmäßig einfach den ersten zum gucken. Und hier das Brett. Hat natürlich auch ein bisschen Beschleunigung, hat das mehr und Handling, nehmen wir das hier, komm. Nehmen wir mal die andere Seite. Können wir ein bisschen ausprobieren. Und das ist Crystal Lake, ist das wieder die gleiche? Ja, bin ich jetzt alleine? Jetzt bin ich alleine. Ah, oh, Wettbewerb ist... Wettbewerb ist Slalom. Okay. Das war auch speziell. Bin ich eigentlich richtig jetzt rechts? Links? Ich glaube, ich gehe gerade verkehrt, oder? Ja, ich glaube, die Fähnchen zeigen nach links, oder? Ich glaube es ja. Ja, sowas richtig. Also dort, wo der kleine Bereich ist des Fähnchens, muss ich da durch. Ich weiß nicht, ob man auch hier, wow, Kurven schneiden könnte irgendwie. Aber das sieht... Das ist gar nicht mal so leicht, ey. Ja... Ja, jetzt hätte ich rechts durchgehen sollen. Da werde ich noch aufgenommen vom Helikopter. Weil ich weiß, das Spiel war eigentlich so in den 64-Zeiten ziemlich gefeiert. So ein bisschen so von den Blendeffekten, was es da gab, so diese Lichteffekte. Es gibt da schon noch coole Strecken. Wow.
Oben läuft die Zeit ab. Das heißt, ich muss eine gewisse Zeit, auch wieder falsch, muss ich da einhalten. Ja, Checkpoint, Check, Check. Ja, ich bekomme 2 Sekunden. Also wenn ich richtig so durchfahre, dann erhalte ich zusätzliche Zeit. Also so ist es richtig, wie ich es jetzt gerade mache. Ja, boah, ist aber gar nicht mal so leicht. Ich komme nicht mal ins Ziel. Gut, ich habe am Anfang ein bisschen gefailt. Mega knapp. Mega knapp. Ja, da vorne könnte man jetzt abjumpen irgendwie. Ja, da vorne noch ein bisschen Bonuszeit. Es läuft noch. Da vorne ist das Ziel. Ja. Na gut, ich hätte es fast geschafft. Und das sind die Punkte. Ja, also irgendwie hänge ich schon am Anfang fest. Neuer Versuch, neues Board, neuer Fahrer. Ich werde mir jetzt mal die amerikanische Version anschauen. Ich nehme jetzt mal Zeitfahren. Ja, Time Attack, das zweite. Nehmen wir mal sie. Weil die hat, wie schon gesagt, eine gute Balance. Und das Board, das hat eine gute Kantenkontrolle oben. Damit das Ganze nicht zu langweilig ist, gehen wir anstelle Crystal Lake, wo wir vorher waren, gehen wir mal auf eine andere. Crystal Peak haben wir hier noch. Golden Forest. Ich glaube, das ist die Strecke gewesen, wo viele früher so gehypt waren, so von den Effekten. So, mal schauen. Das ist jetzt einfach mal so Zeitfahren. Uiuiui, das ist gerade ein anderes Gameplay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Merkt ihr das auch gerade, das Gameplay? Im Vergleich zur PAL-Version. 60 FPS oder was läuft jetzt? Ja, also es läuft nicht mehr so langsam, es läuft jetzt viel schneller. Okay, das ist ja krass. Okay, krass. Ja, also ich meine, in diesem Spiel, da gibt es ja wahrscheinlich nicht so einen richtigen Story-Modus oder weiß nicht was. Boah. Also das läuft jetzt schon, was die Flüssigkeit angeht, um einiges besser. Wow. Das andere ist ja diese Zeitlupengeschwindigkeit gewesen. Weil ich habe ja schon mal Mario 64 verglichen mit der amerikanischen Version. Das sind ja Welten jetzt hier gerade. Also ich meine, der Charakter, den ich jetzt genommen habe, das ist ja nicht der schnellste. Aber sie hat eine gute Wendigkeit, sie hat ein sehr gutes Handling, wie ich sie jetzt zusammengestellt habe. Wow. Oh yes, jetzt geht's ab, ey. Jetzt geht's ab, ey, durch den Tiefschnee. Ja, das muss man einfach ein bisschen üben, irgendwie. Ja, irgendwie ein bisschen Training schadet nicht. Oh, da habe ich sogar noch ein bisschen weiter nach hinten getan, die Kamera. Hier muss ich rüber. Weiß nicht, die Cam ist, glaube ich, schon besser, oder nicht? Oder ist die besser da vorne? Ist, glaube ich, auch besser. Ich weiß es nicht. Die? Man sieht das wie Mario Kart eigentlich von der Kamera, oder nicht? Oder ist die besser? Ist die zu nahe? Man sieht da vorne einfach ein bisschen nicht, was auf einen zukommt. Und so schon, seht ihr? Ich glaube, die ist besser, oder? Wow. Ich weiß noch nicht, ob man hier die Möglichkeit hat, die Kurven krasser zu nehmen. Goal. Okay. Hey, das ist ja gerade eine unterschiedliche Welt gerade, hey. Ich habe es eben am Anfang auch gesehen. Beim Intro müsst ihr jetzt mal gucken, wenn das Spiel startet. Seht ihr, das läuft viel flüssiger als der andere Start. Das ist doch krass schon hier. Ich bin jetzt nochmal in dieses Match Race 1 gegen 1 am Anfang. Mal schauen. Okay. Schaut euch mal an, das ist eine andere Welt hier. Yes, jetzt geht's ab, ey. Okay, so natürlich nicht. Aber es ist gleich so ein anderes Feeling irgendwie. Man spürt den Speed hier mehr. Das andere ist die Zeitlupe gewesen, ey. Also so macht das schon um einiges Spaß. Und wie schon gesagt, man kann es auch zu zweit spielen. Das ist so 1 gegen 1. Boah, der macht davor noch coole Tricks. Ja, man muss einfach aufpassen, oh, dass man hier keine Fehler macht. CPU müsste doch nicht so schwierig sein. Shit, wieso fällt die so viel um? Vielleicht brauche ich da noch ein bisschen Übung oder irgendwie. Ich weiß nicht, ob man in der Luft sich da irgendwie bewegen muss. Ich habe eigentlich sie gut jetzt zusammengestellt. So. Weil L oder R geht nicht. Oh, jetzt kann ich drehen. Ah, mit R kann ich drehen sogar. Kann ich die Seite wechseln? Okay, das ist ja geil. Und mit L? Mit L kann ich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich die Kurven da irgendwie da... Mit... Oder mit ZL vielleicht. Kann man die Kurven echt besser mit ZL? Weil ZL ist ja eigentlich der B-Button hinten gewesen auf dem Controller.
Also mit R kann man so, ja. Okay, also so ist natürlich viel besser zu spielen, aber man braucht hier noch ein bisschen Übung. So, ich habe jetzt mal Trick Attack genommen, also für Halfpipe irgendwie was noch. Oder allgemein muss ich hier Tricks ausführen. Ah, das ist ein Trick-Modus, okay. Das heißt, man jumpt da so ein bisschen und führt da irgendwelche Tricks aus. Nicht mit Halfpipe jetzt gerade. Ja, so natürlich nicht. Ich habe jetzt übrigens auch einen anderen Track da noch genommen, den man noch nicht gesehen hat. Das ist die zweite Strecke eigentlich, aber es gibt noch weitere, die man anscheinend auch in diesem Match Race 1 gegen 1 freischalten kann. Und ich habe einen anderen Charakter noch genommen. Das ist mega geil mit diesem Drehen mit R irgendwie. Der ist aber auch nicht schlecht gerade, den ich jetzt hier habe. Er ist aber ein bisschen langsamer, aber er hat, glaube ich, noch eine gute Kontrolle. Ja. Nein, ich komme nicht mal zum Checkpoint nach vorne, hey. Traurig. Eine Replay-Funktion gibt es hier auch. Müsst ihr mal gucken, wie cool das aussieht. Das ist aber noch geil gemacht, also so die Replay-Funktion. Also wenn man da natürlich gut ist und ein paar coole Sachen da machen kann, dann sieht das sicherlich auch noch geil aus. Das ist noch cool. Ja, genau, genau. Ja, also ich denke, wenn ich da ein bisschen mehr reinkomme oder vielleicht mir da einen richtigen Fahrer da finde, dann könnte das schon noch gut laufen. Und ich spiele jetzt, wie schon gesagt, die amerikanische Version. Die läuft um einiges besser als die europäische Version. Einfach so als Info. Weil ich denke, groß Englisch muss man da dafür nicht können oder so. So easy Begriffe hier für das Spiel dazu kennen geht. Also mein erster Eindruck war am Anfang so ein bisschen so eine 2. Jetzt würde ich sagen eine 3 bis 4, würde ich mal sagen. Also ist schon noch cool. Also ich rede jetzt von einem Sternsystem von maximum 5 Punkte. Muss man ein bisschen trainieren. Aber ich würde es mal lassen für den ersten Test. Wie gefiel es euch? Hat es jemand von euch auch früher gespielt oder jetzt auf der Switch? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Wie schon gesagt, ich denke, mit ein bisschen mehr Training und Übung könnte da schon noch was werden. Ich werde mal vielleicht mal auf dem Internet noch, also im Internet noch gucken wegen der Steuerung oder so, ob es da vielleicht noch irgendwelche Steuerungstricks gibt, Bedienungsanleitung oder so. Sonst sieht das eigentlich noch geil aus, irgendwie, wenn man das so anguckt. Man muss einfach schauen, dass man da nicht umfällt irgendwie und da schön landen kann. Das ist so ein bisschen so die Kunst in dem Spiel. Also das ist eigentlich noch cool. Jo, das war's. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Test oder Let's Show. Großen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.